Willkommen zurück zum nächsten Video von Let's Play Overspeed, wo wir jetzt, sorry, wer hätte das gedacht, mit dem Takura oder Clio weitermachen. Also wir haben festgestellt, der ist in allem besser, bis auf Beschleunigung. Da ist er Lama. Aber ich schätze mal, ein, zwei Getriebe später sollte sich dieses Problem erledigt haben. Schauen wir doch mal. Guck mal, du fährst ja die gleiche Gurke wie ich. So, Fahrwerk. Ja. In Ordnung. In Ordnung. Achso, ich kann sowieso nichts verlieren außer Fame. Stimmt, da war ja was. So sieht die Kiste also von innen aus. Schön, schön, schön. Halt doch mal die Goschen. Huben Kai hoch. Jetzt huben wir uns gegenseitig an. Meinst du, das bringt was? Boah, Mädel, du nervst. Man kann ja eigentlich kaum lenken hier. Bist du so weit neben mir, dass ich mich lenken kann? Total besoffen, Alter. Ajö, klatsch gleich. Boah, kein Beifall. Und erst meine Faust in dein Gesicht und dann du auf den Boden. Also so richtig gut fährt sich der nicht. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Dreht von Hause aus bis 8,5. Doch kein Clio. Erinnert dann doch eher an Civic Type R. Ein paar bessere Reifen hier. Warum habe ich da Navigationssystem auf? Warum? Für ein Rennen? So. So, mal rinbauen hier. So, nächstes Lied. Es ist nur die Handhabung runtergegangen. Geil! Das Upgrade hat sich gelohnt. Jawoll! Du schon wieder mit deinem Quattro. Ja. Okay. Versuchen wir's. Du bist dran. Ja, dann übernimm mal. Mikage. Fahr mal langsam, Alter. Den überholen hier.
Deswegen hupe ich doch hier schon. So, bremst da mal. Bei voll Knorke. Nicht hier. Da vorne, egal. Okay, das geht offensichtlich auch. Das ist schön. Und die Strecke kenne ich hier noch gar nicht. Was ist das für ein Abschnitt hier? Das ist aber ungünstig. Oder doch das gleiche. Bass is pumping. Die Bassen ist ficken, ey! Genau. Einmal drehen. Wenn du meinen Wagen hättest, dann hättest du keine Chance gehabt. Also ist dein Wagen scheiße. Sag das doch. So, wir haben jetzt Geschwindigkeit minus 4. Und eine höhere Beschleunigung. Ich habe keine Ahnung, warum wir sowas hier verbauen, aber ist bestimmt total wichtig. Hey, Meister, was? Meister Erle, ehrlich. Wenn du deine Schulprinzipien mal vergessen kannst, darfst du vielleicht gegen mich fahren. Ah, wieso? Wie läuft denn das bei dir? Knarre raus, Peng und Auto klauen? Der Saints Row Style. Schlechte Nachrichten. Stan Coro und sein Kumpel Peter sind ganz vorne. Ja, hatten wir schon mal. Na, endlich. So. Jo. Auspuff. In Ordnung. In Ordnung. Du bist dran. Schon wieder das gleiche Rennen. Nächstes Lied.
Eigentlich ganz easy, das Ding hier. Und zum Glück ist hier alles ohne Verkehr. Vielen Dank für die Lektion. Vielleicht sind Autorennen doch nicht zügig. So, was bringt das? Na, immerhin. So, wo sind wir jetzt hier eigentlich? Mal gucken. Naja. Knapp die Hälfte. 283. Irrsch, schon wieder die Strecke. Ha. 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 Oh, riskieren was. In Ordnung. Zwei Runden dieser Crap hier. Shit. Nee. Und jetzt müssen sie hinter mir bleiben. Scheiße, ich krieg diese Kurve. Und das war's. Ich krieg diese Kurve nicht. Nicht mit den Reifen hier. Oh, da haben wir noch Glück gehabt hier. Ach du nur, fast hätte ich dich platt gemacht. Das war haarscharf, also wir brauchen dringend ein paar Reifen hier.
Das könnte aber funktionieren. Das machen wir mal. Okay, los geht's. So, nächstes Lied. Achso, du kürzt selber schon ab. Das ist aber uncool. Na, wenn du selber schon die Blöde abkürzt, na, dann kürze ich jetzt auch gleich ab. Ich dachte, die Kursen das erst sehen, dass man das kann, bevor die das tun. Die Schlawiners, die... Schön ist er, ihr Mädel. So. Handy geht einfach nur runter. Oder ging Beschleunigung? Nö. Also egal was wir hier einbauen, das Auto wird schlechter. Was sind das für Tuningteile? Hey du Rakete, du bist viel zu talentiert für einen Anfänger wie mich. Ja, dann her mit deinen Teilen. Du hast bestimmt was, was ich brauchen kann. Schlechte Nachrichten. Der Spruch schon wieder? Reifen, oh ja. In Ordnung. Sehr, sehr gerne. Los geht's. Auch wenn sie hier diese kranke... Ach nee, warte mal, das ist ja diese coole Strecke. Ach nee, das ist die. Nee, okay, ist doch die Scheißstrecke. Thank you.
So, war hier die Leuchtschnur, ne? Die Autos verändern sich ja hier zum Glück auch nicht. Die parken ja nicht dann plötzlich woanders. Hier gibt es keine Passanten, hier gibt es keinen Verkehr, hier gibt es nichts. Keine streunenden Hunde, keine auf Bäumen lungernden Penner, Katzen. Jetzt kürzt der auch ab. Möglichst viel Schwung aus der Kurve raus. So, tschüss Keule, wir sehen uns, wa? Freue mich schon auf deine Reifen. Teach! So, na, was nimmt jetzt ab? Ah, nur die Beschleunigung, na immerhin. Wow, die Handhabung nimmt sogar wieder zu. Wir nähern uns den alten Werten. Putz 1000. Alles klar, dann beenden wir mal an dieser erfreulichen Zahl da oben dieses Video. Und ich sehe euch hoffentlich im nächsten Video wieder. Also bis gleich. Tschüss.